So, willkommen zu Big Pharma. Heute zum ersten Anfängerszenario. Und es gilt, 1 Million € Gesamtumsatz zu machen innerhalb von 10 Jahren. Und ja, auf ins Spiel und mal schauen, ob das innerhalb einer Folge, ob ich das abschaffen kann, abschließen kann natürlich. Geben Sie Ihrem Unternehmen einen Namen. SP Pharma. Geschäftsführer. Ich kann sogar Talente auswählen, ist ja cool. Leonard, Jenny, Chan, kann ich den Namen ändern? Talent auswählen. Also 100% Rückerkauf, Rückstattung bei Verkauf von Ausstattung, dann kriege ich bei, wenn ich die Förderbänder verkaufe, auch alles wieder zurück und nicht bloß 50%. 10% Verkaufsbewertung für Produkte ohne aktive Nebenwirkungen. Vertreter, 3 Bonusvertreter zu Spielbeginn. 1000 Sasser, alle Forschungsprojekte sind um eine Stufe verbessert. So, plus 20, 2 von 20 Projekte erforscht. Erforschen Sie zum Freischalten noch 18. Aha. Zugang zum komplett verbesserten Analysator zu Spielbeginn. 2 von 30 Effekte analysieren, noch 28 Effekte analysieren. Also 1000 Nebenwirkungen, minus 20% Stärke von Nebenwirkungen. Das heißt, das schaltet sich alles so nach und nach frei. Das war jetzt nur die Einführungsmission, die das schon alles sozusagen angestoßen haben. Die Verarbeitungszeit von Multimix von Zentrifuge liegt bei 1. Und im Moment liegt sie wahrscheinlich bei 2. Dann 50.000 € zusätzlich zu Spielbeginn. 50.000 Kreditzinsen gezahlt. Also, da muss ich noch Kredite aufnehmen, damit ich dann mehr Kohle am Anfang bekomme. Halbe Wirkstoffkosten. Boah, da gibt es ja echt noch einige Effekte, die da interessant sind. 5.000 Medikamente mit aktivem Booster-Effekt verkauft. Verkaufen Sie im Freischalten noch 5.000, also Booster-Effekte. Und dann bekomme ich doppelter Verkaufsbonus bei Booster-Effekten. Der Effekt von Studien auf die Verkaufswertung sind um 50% erhöht und sie sind doppelt so genau. Studien auf die Verkaufsbewertung. Okay, dafür muss ich aber 25 Studien abschließen. Und starten mit 15 Verbesserungspunkten. Wenn ich 20 Forschungsprojekte auf die höchste Stufe verbessert habe, und einen habe ich bisher erst, also 19 noch. Die Wirkung von Rabatten auf den Verkauf ist doppelt so hoch. Okay, das heißt unter Preis verkaufen, damit die Wirkung von Rabatten doppelt so stark wird. Das Verwerfen von Studienergebnissen zieht keine schlechte Publicity nach sich, kostet stattdessen aber Geld. Ah ja. Dafür muss ich 50 Studienergebnisse verworfen haben, muss ich erstmal so viele Studien erstellen. Ihre Produkte können nicht verboten werden. 10 Produkte verboten. Lassen Sie zum Frei. Oh, Produkte verboten? Ja, Wahnsinn. Jetzt würde ich mich ja interessieren, ob die unterschiedliche. Nee. Haben alle die gleichen. Ja. Also die wirken sich auf jeden Fall nicht aus. Gut. Und das zweite Talent ist dann 10% Verkaufsbewertung für Produkte ohne aktive Nebenwirkungen. Nehme ich mal das da. Also, SP Pharma, los geht's. Genau, erzielen Sie einen Gesamtumsatz. Machen wir erstmal Pause. Vor dem 1. Januar 2025, in 10 Jahren. Verdienen Sie 1 Million für den Rang Standard, 3 Millionen für den Rang Experte und 7 Millionen für Meister. Also ja, 1 Million ist sozusagen erst die erste Stufe für dieses ganze Ziel. Also deswegen erstmal Pause und gleich mal angeschaut, was habe ich denn jetzt aktuell für Wirkstoffe zur Verfügung? Also erstmal diesen Bernstein aus Salinensäure und da kann ich ein Schmerzmittel bauen. So, Edelstein aus Bipoxid, da kann ich ein das Angina-Mittel machen. Und dann gibt es hier noch einige. Erforschen Sie Wüstenexpeditionen, um diesen Ort freizuschalten. Da kann ich dann direkt schon den Blutdrucksenker draußen machen. So, die sind jetzt noch unentdeckt.
Erste Berichte deuten darauf hin, dass wir einen Wirkstoff finden können, der die Hautmedikation eingesetzt werden kann. Lungenmedikation und Booster-Effekt. So, dann kann ich die noch, Wüstenexpedition, freischalten. Gut, Heilmittel. Gibt es aktuell blutdrucksenkend Schmerzmittel? Körperverdauung, Sexualapparat, Lungen und Haut. Okay, Forschung. So, der Dissolver, Tablettendrucker, einfache Erkundung, das habe ich schon. So, aktuell nehme ich natürlich noch nichts ein, ist ja auch erst 2. Januar. Und das Gesamtunternehmen. Ah, mein Konkurrent. Die Verarbeitung von Multimix-Enzymen liegt bei 1 über Analysator. Zugang zu Komplettverbesserer. Die hat die schon, obwohl ich die noch gar nicht freischalten kann. Na, so eine Sauerei. Also dann erstmal die ja, ersten Sachen eingesetzt. Dingstig, um einen Wirkstoff zu importieren. So, dann nehmen wir erstmal den Insufficient dort. upgrade points. Ach so, Quatsch, hier oben Import. So, jetzt gilt es 5, das heißt, der muss um 2 verbessert werden. Die sind noch nicht verfügbar. Das heißt, 2 Verdampfer. So, einmal dort rein, einmal dort rein. So, Fließband. Und dann brauche ich letztlich, ja, jetzt muss ich erstmal das Ding laufen lassen. Beziehungsweise ich kann die zweite Produktion ja auch schon mal anfangen. Import, blutdrucksenkend. Werde ich zwar das ganze Ding noch nicht los, aber ich kann zumindest hier auch schon mal das Medikament herstellen. So, da brauche ich jetzt nur einen Verdampfer einzuschalten. Ich kann das Ding natürlich jetzt nicht so hinstellen, dass mir das so ohne weiteres passen würde. Okay, so, dann lassen wir die jetzt erstmal anlaufen. Ein Tag, 2 Tage. So, dann müsste ich ja jetzt hier schon mal sehen, dass der jetzt aktiviert ist. Und ich das eigentlich direkt schon mal verkaufen kann. Jetzt brauche ich aber natürlich hier noch einen weiteren Ausgang, wo ich dann den Tablettendrucker dranhängen kann und das Ding rausschieben kann. Also Tablettendrucker, Input, Output und da stelle ich dann gleich wieder 2 nebeneinander, damit die natürlich gleich vernünftig beliefert werden. Und das Ganze passt. So, das gleiche hier jetzt nochmal. Beziehungsweise hier bin ich ja noch gar nicht in der Produktion. Das heißt, da warte ich mal noch ab, ob das alles soweit passt. Aber hier sollte das passen. Das heißt, der Blutdrucksenker würde auf jeden Fall ja, schon mal als Wirkung drin sein. So, im Moment minus 46. So, hier ist jetzt 1 gesteigert. Jetzt fehlt noch eine weitere Steigerung. Und da bin ich dann jetzt bei 5 und dann kann ich dort jetzt auch die Tablettendrucker anschließen. Und das Ganze nach draußen bringen lassen. So, dann macht man da den Tablettendrucker und da den Tablettendrucker und bestücken die gleich entsprechend. Und ab nach draußen damit. Ah, da oben fehlt noch der zweite Anschluss. Den hat er nämlich nicht mitgemacht. Also dann weiter.
You have released a new product. So, da ist jetzt der SP Blutdruckhelfer, ist jetzt sozusagen der erste Wert raus und derzeitige Gewinn 107. You have released a new product. Und da ist jetzt das zweite Produkt raus, SP Schmerzen X. Gut. So, mal gucken, Unternehmen. Die ersten beiden Produkte sind draußen. Und Tagesgewinn passt. Der erste Profit läuft. So, jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen warten, um mal zu gucken, wo ich jetzt hier liege. Das heißt, wie viel Kosten oder wie viel Einnahmen ich tatsächlich am Ende habe. Und das hier, ach so, genau, was sind denn eigentlich die Bedarfe pro Tag? Tagesproduktion 1,0 und Tagesabsatz 1,0. So, hier ist es allerdings, Moment, das heißt, ich kann hier noch einiges um mehr produzieren, weil ich kann bis zu 4,8 davon produzieren und hier bis zu 6,3. So, dann würde ich doch erstmal hier die ganze Produktionskette ausweiten. Die Frage ist natürlich nur, wie viel können die... Wie viel können die parallel produzieren? Und hier sind jetzt natürlich überall noch keine Input-Outputs. So, da würde ich 2 dazu bekommen. Achso, und der da kann dort übergeben werden. So, mal schauen, ob hier jetzt eigentlich noch irgendwelche weiteren Informationen. Nicht entfernbar und ich kann fest verbessern zu Migränemittel. Dazu muss ich aber die Konzentration auf 7 bis 10 haben und dann mit dem Verdampfer verbessern. So, dann könnte ich gleich das auf Migränemittel verbessern. Ja. Okay, so, also hier eine zweite Produktionskette. Erstmal wieder die zwei Verdampfer anschließen. Nummer 1, Nummer 2. So, und dann braucht es den Verdampfer nochmal, aber erst bei 7 bis 10. Achso, genau, das heißt, welche habe ich jetzt hier? 5. So, dann heißt, ich brauche noch zwei weitere Verdampfer. Und der letzte ist dann eben wieder die Aktivierung, auch wieder mit einem Verdampfer. So, da ist jetzt Konzentration 7. Jetzt ist der Haken gesetzt und ich kann jetzt das nächste Medikament aktivieren. Und jetzt wird das Schmerzmittel zu einem Migränemittel. Die Wirksamkeit ist gegeben. Und dann gilt es auch gleich wieder das Ganze fertigzustellen und natürlich auch zu verkaufen. Mit möglichst wenig. So. Okay, das passt noch nicht. Gut. So, dann kommt da jetzt das nächste Medikament
Migränemittel. Mal gucken, was habe ich denn hier eigentlich aktuell für einen Durchlauf? Also Verarbeitungskosten, Rohmaterialkosten und kombinierter Wert. Das heißt Gewinn von 70. You have released a new product. Jawohl. Migränemittel. Derzeitiger Gewinn 156. Und 106. So. Unternehmen. Ah, okay. Der Tagesabsatz ist ein. Achso, nee, aber es gibt ja immer noch die ganze Produktion. Das heißt, die Produktion ist jetzt hochgefahren. Und das passt schon mal so weit. Nur, dass ich natürlich noch viel mehr absetzen könnte. 4,8 pro Tag, 6,2 pro Tag und 3,7 pro Tag. Dann gleich erstmal wieder schauen und ein bisschen das Ganze ausweiten. Weil ich brauche zumindest immer einen Input. Und ja, die Frage ist, wie viel Output ich tatsächlich durch ein so ein Ding rausschicken kann. Weil letztlich, wenn immer eine so eine Fließbandstelle natürlich besetzt ist, dann kann ich da nicht mehr rausschicken. Aber der höchste Gewinn liegt im Moment eben bei dem zweiten Mittel, bei dem Migränemittel. Das heißt, da werde ich jetzt gleich mal noch eine zweite Produktionsstrecke aufbauen. So, 1, 2, 3, 4, 5 Verdampfer brauche ich an der Stelle. Da wäre es natürlich gut, wenn ich schon mal eine Forschung anstoße und diesen Ionisator, Agglomerator. 3 Monate. Ja, das dauert schon eine ganze Weile, bis die Dinger fertig gemacht sind. Auf jeden Fall kann ich mir einen Wissenschaftler mit Sicherheit leisten. Und ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Produktion. So, der Agglomerator war die Konzentrationssteigerung, der Ionisator die Senkung. Also dann den Agglomerator. So, dann mach doch da bitte schon mal. Und ich erstelle die andere Produktion erstmal noch mit dem anderen. Also 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Dingen hintereinander geschaltet. So, dann lass mal weiterlaufen. Und hier kann ich dann das nächste Teil bauen. Und werde mal versuchen, ob ich das Teil hier schon verbessern kann. A competitor has released a new product. Okay, was haben die gemacht? Lindert Hustenkrämpfe. Mit was für einem Medikament arbeiten die denn hier? Tagesproduktion unbekannt. Tagesabsatz. Okay. Aber das heißt, ich sehe den bei mir nicht, weil der nicht auf dem gleichen Markt aktiv ist. Ja, ich wollte das Ding jetzt weiter mal machen. Also ich brauche eine Konzentration von 6, das heißt, es muss um 3 gesenkt werden. Achso, den Ionisator habe ich dann natürlich noch nicht. Dann nützt mir das an der Stelle nichts. Weil bevor der nicht erforscht ist, kann ich da nicht weitermachen. Gut, dann wäre es sinnvoll, den schon mal wieder einzustellen. Weil mit 227 habe ich inzwischen ja doch schon ganz gute Summen zusammen. Und wie lange braucht der jetzt? Steht natürlich nicht da. So, dann stelle ich hier mal noch einen zweiten ein, damit er mir auch schon mal den Ionisator sozusagen besorgt. Da unten ist der Firmenhauptsitz. Das kommt dann später. Wüstenexpedition, die brauche ich dann noch. Planungsbewilligung. Die Erforschung ermöglicht es, Genehmigungsprozesse zu optimieren, damit die Kosten für Fabrikerweiterung zu senken. Oh! Kaufpreis des Grundstücks 90%. Und auch die Maschinen. Oh Mann! Jetzt sind sie aber, glaube ich, schon in Konkurrenz mit mir, oder? Schmerzmittel, Mundtrockenheit. Hm. Ja. Okay, da teilen wir uns jetzt den Markt schon. Bei dem Schmerzmittel ist es dann natürlich noch ein bisschen kritischer, weil da gar nicht so viele abgenommen werden.
So, damit ist auch die zweite Produktionsstraße für den Blutdrucksenker eingerichtet, sodass ich hier dann auch bald mehr einnehmen sollte. Der Wirkstoff ist dann auch bald entdeckt und mal schauen, was ich dann mit dem genau anstellen kann. Research complete. Okay, Forschung öffnen. So, das heißt, der Agglomerator ist jetzt fertig. 9, 18, 27 und der macht das in einem Arbeitsschritt, ist aber nicht unbedingt günstiger im Moment. Das heißt, ich kann da immer nur einen hinschicken. Das heißt, es lohnt sich sowieso nicht, dann mehrere gleichzeitig zu haben. So, Salbenmischer, Vorratsgatter, einfache Verarbeitung, Multimixer. Der Analysator wäre natürlich hilfreich. Ah, da kann ich bis zu zwei zuweisen. Hier kann ich nur einen zuweisen. Dann machen wir erstmal den fertig, dass der Hauptsitz ist und dass ich die Wüstenexpedition natürlich dann bald erforschen kann. New ingredient discovered. Okay, mein neuer Wirkstoff. Wirkstoffsystem eröffnen. Also, was kann man damit machen? Hautausschläge lindern. Also erstmal das Hautausschläge lindern. New world event. Was bedeutet das? Der warme und trockene Sommer hat dieses Jahr zu einer besonders hohen Pollenkonzentration geführt, die Frage nach Antihistaminen steigert. Okay, ja, Forschung öffnen. So, das heißt, da kann ich jetzt die nächste Stufe aktivieren. So, da kann ich ja eh jetzt nichts machen. Das heißt, ich kann eh nur hier weiter forschen oder hier. So. Ich habe doch jetzt einen. Ah, ich muss dann auch mit zwei auf einmal da rein. Okay, dann lasse ich den noch zu Ende laufen. Und gucke mir hier in der Produktion dann die nächste Kette an. Also ich habe jetzt den das Migränemittel. Nee, nicht das Migränemittel. Es ging um dieses Produkt hier. Also der Blutdrucksenker kann mit dem Ionisator, den ich jetzt habe, verbessert werden. Und zwar zum Anginamittel. Aber dazu muss ich erstmal die Konzentration auf um mindestens eine Stufe senken. Ja, wäre jetzt die Frage, ist es sinnvoll, die auf 6 zu senken und dann mit dem, das heißt 18 oder 32, das heißt dann doch lieber 18. Und das bedeutet auch, dass ich hier zwei Senker brauche. Die gehen immer auf der gleichen Seite rein und auf der gleichen Seite raus. So, Senker Nummer 1, Senker Nummer 2. So, jetzt brauche ich hier natürlich noch das passende Mittel dazu. So, das andere muss erstmal noch warten. Ja, okay, der Haken passt. Ab in den Ionisator damit. So, jetzt ist Sanginamittel. Verbessert zu mindert das Risiko von Schlaganfällen. Achso, das ist das nächste Stufe. Aber jetzt brauche ich erstmal wieder einen aktiven Bereich von 6 bis 12. Das heißt, ich muss es mindestens um eine, also um drei Stufen erhöhen. Und da die Verdampfer im Moment noch günstiger sind und auch billiger, machen wir das doch einfach mit entsprechenden vielen Verdampfern. Ein Forschungspunkt für eine Verbesserung verfügbar. Ja, dann würde ich doch mal den dort verbessern, weil mit dem habe ich jetzt sowieso die meisten. Ah, okay, da brauche ich zwei zu. Auch zwei. Okay, es nützt mir gar nichts. Dass ich aktuell einen Punkt habe. So, und hier mit den Wirkstoffen. Gut, da kann ich mit einem Punkt was anfangen. So, Wirkstoffrabatt. So, Nachfrage 190. Okay, das heißt, dass die Nachfrage eigentlich zu hoch ist. Aber dann senke ich hier mal die Kosten und verbessere den auf 10% Rabatt. So,
So, was haben die jetzt rausgelassen? Linda Asthma. Toll. Ich hoffe, das ist jetzt nicht genau in dem Bereich, wo ich auch reingegangen bin. Nee. Okay, das ist wieder ein anderer. Okay, mit 1,9 pro Tag sind da nicht allzu viel, aber dafür habe ich natürlich hier auch schon immensen Gewinn. Ja, da werde ich dann gleich mal noch eine zweite Produktionsstraße aufsetzen. Naja, so gleich geht es dann auch wieder nicht. Okay, also ich brauche den einen Input und den einen Output auf jeden Fall. Und dann nochmal die gleiche Straße aufbauen. Da wäre es natürlich praktisch, jetzt einfach Template ziehen, zack, markieren und das Ganze dann duplizieren. So, ich bin jetzt noch im ersten Jahr und habe eigentlich schon 250.000 verdient. Das sieht doch im Moment schon ganz gut aus. Also die 1 Million sollte ich in den 10 Jahren auf jeden Fall schaffen. Mal gucken, was bei den Krediten eigentlich möglich ist. Okay, Bargeld 75,50, dafür 10% Zinsen, dauert 12 Monate. Tägliche Zahlung 144. Was jetzt aktuell kein Problem wäre, aber ich warte damit mal noch ab, weil aktuell ist es ja noch nicht nötig. So, dann importiere ich jetzt aber den da und muss den dann erstmal verbessern. Beziehungsweise verbessern an der Stelle. Damit hier der Hautausschlag aktiviert wird. Das heißt, zweimal verbessern. Dissolver. Nummer 1. Nummer 2. Okay, zugegebenermaßen etwas umständlich konstruiert, aber auf jeden Fall platzsparend. So, jetzt habe ich ein Destillat aus dem Abbasid und der Hautausschlag wäre aktiviert. So, den Verdampfer brauche ich, um das dann von Hautausschlag zur Aknevorbeugung zu benutzen. Aber jetzt wäre es erstmal... Ja, jetzt kann ich mal probieren, das Ganze ja schon mal in die... Also als ein Produkt sozusagen rauszulassen. Dann schicke ich das schon mal hier in den Output. Hier einen Tablettendrucker rein. Und das zweite wäre dann jetzt zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier noch mit dem Verdampfer eine bessere Geschichte draus machen kann, dann kann ich da noch ein Akne-Medikament draus machen. Dann müsste ja die Hälfte hoffentlich, ja genau, in die Richtung gehen. You have released a new product. Okay, das Ding muss jetzt noch deutlich gemindert werden. So, wie war das jetzt? So, also auf 7 ist es jetzt gesenkt worden dann. Das heißt, jetzt würde es Akne vorbeugen. Jetzt brauche ich aber natürlich noch einen Tablettendrucker, wo ich das Ganze hier reinkriege. Okay, hier brauche ich ja eh gleich noch den zweiten Punkt. Dann kann ich nämlich die zumindest mal verbessern. So, die 2, genau. So, oh, da brauche ich jetzt schon 4. Gut, jetzt die fortschrittlichen Konstruktionstechniken, das heißt die Einkaufspreise sinken. So, jetzt muss ich nur das Ganze hier ein bisschen umformen, damit ich hier noch Platz reinbekomme. So, jetzt ist das Ganze soweit umstrukturiert, dass ich beide Medikamente letztlich weiter produzieren kann und die dann in die jeweiligen Absatzsachen reinfließen. New ingredient discovered. Okay, der nächste Wirkstoff ist da. Leicht zu schlucken, Booster-Effekt, plus 20% Absatz, wenn dieses Medikament eine Tablette ist. Das sozusagen zu dem Schmerzmittel dazu machen. Okay, was haben die jetzt released? Wirkt Akne vor, verursacht möglich. Ey, Akne ist aber mein Ding. Ja, genau. Und jetzt sind die da auch schon auf dem Markt. Das ist aber nicht gut. Okay, aber immerhin 697 pro Tag aktuell. Ah, das könnte ich noch entfernen.
mit Ionisator, aber nur wenn der, oh, wenn die Konzentration noch bei 17 liegen würde. Moment, wie war das jetzt? Also das ist das Original. Das heißt, da verursacht Schwindelgefühl und die entfernen mit Ionisator. Okay, dann kann ich das doch schon vorher rausnehmen. Also einfach Ionisator, einmal durch den Ionisator jagen das Ganze. So, also einmal bitte da rein, dann dort rein und dann in die bestehende Produktionskette. So, das würde bedeuten, dass dann hier das Schwindelgefühl inaktiviert wird und verschwindet, auch wenn es im Moment inaktiv ist. Also hier ist es inaktiv. Und ach, hier ist es ja schon weg. Ja, stimmt, weil ich hier natürlich schon das durch den Ionisator gejagt habe. Aber da muss ich mir nochmal angucken, weil das senkt ja dann auch die Konzentration um 3. Das heißt, dann brauche ich ja die Sachen da gar nicht mehr. So, das würde bedeuten, dass die Nebenwirkung verschwindet. Und ich jetzt mal gucken muss, was ich da jetzt für Konzentrationen habe und ob da überhaupt noch das passende Produkt rauskommt. So, verursacht Schwindelgefühl. So, das Schwindelgefühl ist weg. Und es lindert jetzt Ausschlag. So, SP-Hautausschlagheiler, das wäre auf jeden Fall das da. Das heißt, da würde an sich das Gleiche rauskommen. Nur eben ohne die Nebenwirkung. So, und an der Stelle steigert die Konzentration um 1. So, die Frage ist, was brauchte ich jetzt dafür? Verbessert zu, beugt Akne vor. Das war ja eigentlich das Ding hier. So, dazu brauche ich einen Verdampfer. Das ist der dann. Genau. Okay, also der Verdampfer, das funktioniert. 10 bis 12 ist noch erhalten. Das verstehe ich jetzt nicht. Also eigentlich sollte sich das Ding jetzt... So, der Katalysator ist drin. Die Konzentration ist auf 10 bis 11 und verbessern mit Verdampfer. Das heißt, der Katalysator muss noch erhalten bleiben. Ah, okay. Das heißt, der Katalysator, das Schwindelgefühl darf nicht weggenommen werden. Sonst klappt das nicht mehr. Also gut. So, dann machen wir die da weg. Und machen einen Teil davon nach oben. Und das andere Teil muss erhalten bleiben, weil es braucht dann die Konzentration von 10 bis 12. Was ist denn da jetzt rausgegangen? Schuppenstopp. Okay, das ist der Hautausschlagsgeschichte. Und hier ist es jetzt... Gut, da muss jetzt die Konzentration wieder gesenkt werden. Was hatte ich jetzt hier für eine Konzentration? Hier hatte ich jetzt die 13 und es muss auf 8 runter. Genau, 6 Punkte. Beziehungsweise eigentlich nur 5, aber... Mit 6 Punkten passt das auf jeden Fall besser. Okay, dann sind doch wieder alle Maschinen im Einsatz, weil sich die Sachen nicht abkürzen lassen. Ja, ihr habt es gehört, die erste Stunde ist jetzt schon rum und natürlich bin ich jetzt noch nicht mal, oder doch, 2015 ging es ja los. Bis 2025 habe ich Zeit, ein Jahr ist jetzt rum. Und mein Gesamtumsatz sieht zumindest ganz gut aus. Also wenn ich jetzt schon 500.000 habe und das jedes Jahr schaffe, kriege ich auf jeden Fall Expertenstatus. Mal gucken, ob ich dann auch einen Meisterstatus noch erreichen kann. Auf jeden Fall merke ich schon, dass ich für die Videos dann auch größere Blöcke letztlich überspringen werde, wo ich einfach bestimmte Produktionsstraßen aufbaue und einfach die Stufen schon mal zusammenstelle. Und es wahrscheinlich nach und nach auch entsprechend kürzer wird, wenn ich weiß, ah, okay, hier sind so die Medikamente, die dann in dieser und jenen Form eben bis zum Medikament fertiggestellt werden können. Und hier letztlich auch das Akne-Produkt wieder rausgeht. Okay, 254 und hier nur 86. Das lohnt sich im Moment nicht so sehr, aber es ist auf jeden Fall eine weitere Ergänzung. Okay, den Hautausschlag habe ich jetzt nicht mehr. Okay, das heißt, der Schuppenstopp, das heißt, eine andere Konzentration sorgt auch automatisch für ein anderes Medikament, hat aber auf jeden Fall eine bessere Bewertung. Und dann schmeiße ich den schon mal wieder raus, weil den produziere ich ja aktuell eh nicht mehr.
Also, was war die Forschung? Genau, dass die Maschinen jetzt günstiger geworden sind. So, die Wüstenexpedition brauche ich natürlich auch noch. Also mach da mal bitte weiter. Gut, der Entdecker kann dann schon mal hier auf das nächste gehen und der letzte Rabatt jetzt erstmal ja, auf diesen hier. Nach mehreren staatlichen Kampagnen beginnen die Menschen eine gesündere Lebensweise anzunehmen. Aufgrund dessen hat sich die Zahl der Menschen, die Medikamente gegen Schlaganfälle benötigen, verringert. Hatte ich denn ein Medikament gegen Schlaganfälle? Ich glaube nicht. Heilmittelübersicht. So, Sodbrennen, Hustenkrämpfe, Warzen, Diabetes. Ah, hier ist Schlaganfälle. Das heißt, es wird nur noch 1,9 pro Tag gebraucht, aber das heißt, es müsste ja dann mit dem Medikament zusammenhängen. Das hier Angina Terminator. Ja, mit dem Autoklav. Wieso gibt es denn hier jetzt noch einen dritten Konkurrenten? Oder hat die selber ein eigenes Konkurrenzmittel auf den Markt gebracht? Ist ja ein Ding. Okay, also der Umsatz liegt bereits bei 1600 pro Tag. Dann mal zurück in die Produktion und überlegt, was ich jetzt weiter anstellen kann. Gilt es trotzdem, den nächsten Bereich zu kaufen? Das sieht ja hässlich aus. Oh, das kostet Geld. Na super. Aber das heißt, ich kann auch hier einfach die Farbbänder ändern. Okay, gut. Das ist also einmaliges Einfärben. Da ist allerdings nicht mehr viel zu holen, weil da ist maximal noch ein halber. Ach nee, 2,5 sind unbefriedigt. Das heißt, es wären insgesamt 4,4. Da könnte ich doch noch eine komplette Produktion reinstecken. Okay, hier ist mit einer schon 200. Das SP-Angina-Terminator wäre da natürlich noch sinnvoller. Und die wären 225, wo natürlich der andere Konkurrent jetzt auch mit drauf ist. Und hier wären es 44. Also da würde ich sagen, hier der Angina-Terminator wäre auf jeden Fall noch am sinnvollsten nochmal auszubauen. So, und dann kann ich es eigentlich schon in die Tablettendrucker schicken. Das heißt, die gleiche Produktionskette, nur sehr viel kompakter, aber dafür eben auch teurer. An der Stelle. So, also die beiden Tablettendrucker. Okay, Angina-Mittel ist aktiviert. So, jetzt mal schauen. Es dürfte ja eigentlich sich nicht wirklich was ändern. Nur, dass natürlich die Produktionskosten wahrscheinlich unterschiedlich sind. Genau, der ist eine 188, wenn der 218 hat, weil jetzt hier teurere Maschinen zum Einsatz kommen. Dann wäre es auf jeden Fall Zeit, mal weitere Wissenschaftler einzustellen, die dann hier natürlich die Forschung zwar voranbringen, aber eben auch Punkte generieren. Damit ist jetzt die Wüstenforschung möglich geworden. Ingredients. Welches war es denn jetzt neu? Ah, das sind die anderen. Die benutzen das Zeug schon. Naja, dann werden wir den doch mal ins Geschäft spucken. Beziehungsweise ich kann ja dann gleich wieder beide rausproduzieren. Das heißt, einmal die Konzentration erhöhen. Ich brauche sowieso Konzentration von 8 für den Ionisator. Das heißt, ich kann die Konzentration auf 8 steigern. Genau, das Medikament ist jetzt aktiv. Das heißt, das Hustenmedikament kann ich sozusagen schon mal fertigstellen. Und jetzt muss ich natürlich noch gucken, was brauche ich jetzt? Ich brauche nochmal einen Agglomerator. Und damit sollte jetzt das umgestellt sein. You have released a new product. Achso, Asthma. Aber jetzt ist es leider zu hoch, weil das braucht eine Konzentration von 4 bis 10. Das heißt, ich muss es noch einmal senken. Oh, das sieht nicht gut aus. You have released a new product. 72 auf Vorrat, Tagesabsatz 1,5. Da wird Zeit, mal ein bisschen runter zu gehen. Vor allem, wenn eigentlich noch so viel unbefriedigt bleiben und das Zeug nicht abverkauft wird. Hier auch mal noch 10% runtergehen, damit das Zeug abgesetzt wird. Es nützt mir nichts, wenn das Ganze auf Halde liegt. Also Forschung abgeschlossen. Gut, jetzt habe ich schon 3 Forschungspunkte. Dann kann ich die hier auf jeden Fall noch verbessern.
Und Tablettendrucker kann ich auf jeden Fall, okay, dann kann ich auf jeden Fall die Einnahme noch ein bisschen verbessern. Und die anderen sind jetzt schon größtenteils auf 4. So, Multimixer, die brauchen alle 2, der braucht einen, also Analysator und Multimixer dazu. Oh, Wirkstoffe habe ich jetzt schon 4 verfügbar. Gut, wie viel kaufe ich jetzt hiervon? 1,0. Das ist natürlich entsprechend teuer. So, 49 ist das andere Medikament. Da kann ich auch schon mal mehr ausgeben, damit es wieder günstiger wird. Die beiden laufen jetzt. Asthma und Hustenkrämpfe. Was ist denn passiert? Ein neues Produkt wurde auf den Markt eingeführt, das Asthmatikern helfen soll, indem es die Luft in Häusern und Wohnungen reinigt. Unabhängig davon, ob die Technologie es hält, dass die okay. Asthma-Nachfrage sinkt. Ist das schon das Medikament, wo. Nee, Asthmalinderer ist der hier. Oh. A competitor has released a new product. Jetzt reicht es aber langsam. Hier hatten sie jetzt auch schon ziemliche Marktsättigung erreicht. Und das Ding steigt immer noch. Hey! Juhu, also das Anfängerziel ist bereits erreicht. Jetzt geht es natürlich daran, weiterzuspielen und natürlich die höheren Stufen auch zu erwischen. Mal nochmal gucken, wie weit 3 Millionen. Also das sollte jetzt überhaupt kein Problem sein, noch die zu schaffen. Mal gucken, wie schwierig sich jetzt hier halt der Wettbewerb ausnimmt. Weil natürlich hier immer mehr Medikamente auflaufen und ich meinen Absatz nicht mehr loswerde. Da ist vor allem die Frage, ja, die haben inzwischen, oh, die haben jetzt schon sogar schon die erste Salbe rausgebracht. So, also den Analysator habe ich jetzt. Das heißt, ich könnte jetzt auf jeden Fall die Wirksamkeit verbessern für meine Medikamente. Und das werde ich eben auch jetzt gleich mal machen. Und dann schon mal den Schüttler aktivieren, dass der auch erforscht wird. So, da kann ich jetzt bloß noch den einen mit den 2 Punkten verbessern, damit auch hier die Verarbeitungskosten sinken und damit natürlich auch die Profitrate verbessert wird. Fangen wir mal mit dem kleinsten an, von dem ich hoffe, dass es immer noch genug Gewinne abwirft. Das war der hier. Und dazu müssen jetzt die Sachen in den Analysator laufen. Stellt die maximale Stärkung des Effekts eines Research Medikaments complete. fest. Medikamente werden bei der Analyse vernichtet. Effekte müssen nicht aktiv sein, um analysiert werden zu können. Okay, wenn die nicht aktiv sein müssen, dann kann ich ja hier das Schmerzmittel direkt einleiten. Also dann schiebt man den jetzt so weit rein. Solange läuft dann zwar das Zeug nicht da. Wobei natürlich, ich kann den ja auch an dem da benutzen. Analysis complete. Okay, Analysis complete. gut. So, das heißt, dann kann ich hier jetzt das wieder umleiten. Und den kann ich woanders hinstellen, um andere Sachen analysieren zu lassen. So, dann sag mir doch jetzt mal, also die beste Konzentration ist bei 6 und aktuell mache ich es bei 5. Und hier ist die maximale Stärke bei 10. Und da wäre es natürlich niedriger, umso besser. You have released a new product. So, das heißt, das ersetzt das jetzt, aber ist auf jeden Fall besser wirksam. Okay, den habe ich jetzt. Schmerzen-Ex ist weg. Dafür ist jetzt das Mittel drin. Ja, also die Bewertung ist jetzt auf jeden Fall schon an der Stelle insgesamt zumindest besser, weil die Heilungsbewertung jetzt schon auf C+ gestiegen ist. Dann kann ich den auf jeden Fall rausnehmen, weil das andere Medikament wird erfolgreicher. Ja, die Schwierigkeit ist jetzt so ein bisschen rauszufinden, wo ich jetzt tatsächlich weitermachen möchte. So, jetzt geht es darum, mal die anderen noch zu analysieren. So, für den habe ich schon. Das heißt, jetzt als nächstes für den dort. So, die Analyse des nächsten Medikaments ist abgeschlossen. Und okay, da ist bereits die maximale Stärke optimal.
Da kann ich also nicht allzu viel sinnvoll verändern. Okay, jetzt kann ich zumindest meine Berater losschicken bzw. Berater einstellen. Und Vertreter kosten ja an sich nicht wirklich etwas, aber ich kann, deswegen kann ich auch keine einstellen, deswegen habe ich auch nur drei. Und ich kann hier auch nur einen dazu holen. Plus 20% Absatz, aber auf die Gefahr von schlechter Publicity. Nee, Außendienstmitarbeiter plus 10% Absatz, plus 5% Absatz für alle Heilmittel dieser Familie. Also hier brauche ich auf jeden Fall mehr Absatz. Gut, so, da kann ich jetzt die Vorratsgatter verwenden. Können die Durchhaltemedikamente hier wirklich an den aktuellen Vorratsbestand anpassen. So können wir adaptive Produktion sich automatisch anpassen. So, den Medikamentenverpacker jetzt noch dazu. Damit ich sozusagen den Output optimieren kann. Ja, mal gucken, ob ich die einfach da draufsetzen kann. Ja, die kann ich einfach dazu stellen. Das Unternehmen hat jetzt aktuell für das SP-Kopfschmerzlösung. Hat das Teil jetzt aktuell definitiv viel zu viel im Bestand. Okay, und das andere Ding ist SP-Angina-Terminator. Da habe ich ja, glaube ich, zwei Produktionsstellen. Genau. Den hier noch. Das heißt, den könnte ich eigentlich mal komplett stilllegen. Und der da ist ja jetzt überwacht. Kleiner als 10. Gut. Ah, da ist der Kopfschmerz. Das hat aber die falsche Farbe. Das hatte doch hier ein gelbes und hat jetzt in der Produktion in Wirklichkeit eine andere Farbe. Ja, auch wieder interessant. Das heißt, ich muss zuerst die Konzentration um 1 erhöhen, damit ich nicht versehentlich dann die Umwandlung anstoße. Weil so bekomme ich dann die Konzentration auf 14, ohne dass hier bereits die Umwandlung stattfinden würde. Und hier kann ich dann jetzt die Konzentration dann doch noch für dieses Medikament auf die passende Stärke bekommen. Wobei es stimmt, ich muss die überhaupt nicht an die Stelle setzen. Das heißt, ich kann die an sich an jede beliebige Stelle setzen, weil die stoppen halt einfach nur das Fließband. So, SP-Asthma-Anfälle. Asthma-Anfalllösung. So, wie sieht es jetzt aktuell im Unternehmen aus? So, die Lager sind immer noch voll. Aber ich mache zumindest nicht mehr so viele Verluste, weil letztlich die Produktion angehalten wird und ich dann nicht das ganze Zeug reinhole. Und der nächste Baustein ist letztlich hier der Verpacker. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie viele kann denn der jetzt zusammenpacken? Packt mehr Produkte der gleichen Verarbeitungsreihe in eine Kiste, die dann ausgeführt werden kann. Also mal schauen. Hier habe ich eine ziemlich lange Transportkiste. Und was passiert, wenn ich den da jetzt dazwischen setze? Okay, der setzt 3 Stück auf ein Band. Das heißt, ich kann 3 Medikamente über einen Slot nach draußen bringen. Okay, langsam wird es ein bisschen knapp. Aber ich bin jetzt immer noch weniger als die Hälfte. So, jetzt muss ich die Kette noch ummodeln, damit das als drittes Paket letztlich mit rausgehen kann. Okay, aber ich könnte hier auf jeden Fall noch einen Ausgang auch wieder sparen und noch 2 Medikamente zusammenführen. Sterilisiert ihr Medikamente und Einsatz Holthermeton und halbiert damit deren Konzentration. Boah. Sterilisiert ihr Medikamente und verdoppelt damit die Konzentration. Mal gucken, der Medikamentenverpacker. Oh, dann kann er sogar 4 auf einmal verpacken. Das ist doch genial. So, Senkung der Stärke von Nebenwirkungen der Salbe. Okay, das heißt, als Salben werden die dann nochmal besser und die Nebenwirkungen verschwinden um 60%. Ja, es wird jetzt echt langsam Zeit, mal wieder ein neues Produkt hier rauszubringen. Dann nehmen wir das jetzt mal. Achso, Moment, das hat gar keine... Es hat gar keine interessanten 30% Absatz, wenn dieses Medikament ein Heilmittel aus der Sexualapparatfamilie enthält. Ui. Auf 5.
Ja, Wahnsinn. So, aktuell laufen jetzt keine Sachen mehr auf Lager. Doch der da. Okay, aber der wird dann entsprechend gestoppt. Das passt. So, das kann ich schon mal rausnehmen, weil die Wirksamkeit ist auf jeden Fall deutlich besser. So, das wird jetzt mein neu... Moment. Wieso ist denn die Konzentration jetzt bei 1? Das heißt, hier die Konzentration ist bei 11. Das heißt, ich muss die Konzentration auch noch auf 11 hochbringen. Der bitterkalte Winter ist vorbei, Berechnung des Ganzen wieder auf Normalstand zurückgeht. Der bitterkalte Winter im Oktober ist vorbei, also ich glaube, die Welt-Events sind nicht so optimal. Also ein weiteres Medikament, diesmal für Diabetes. Okay, ich habe jetzt zumindest eine Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar die Errungenschaft Overanalyst. Successful Analyst, 20 verschiedene Effekte in einem Spiel. So, dann sollte jetzt die Analyse vollständig sein. Jawohl, es sind alle Ebenen abgeschlossen. So, anhalten. Das wird das nächste Medikament werden. Und jetzt hoffe ich, dass hier endlich das Ganze ordentlich zusammengefügt wird. So, okay, jetzt kommt es mit einer Konzentration von 11 wieder raus. Und Schläfigkeit und leicht zu schlucken ist aktiviert. So, jetzt ist langsam Halbzeit. Und ich schaffe auf jeden Fall die 3 Millionen. Aber ob ich dann nochmal 4 Millionen schaffe, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen pushen. Und erstmal die restlichen Sachen hier irgendwie versuchen aufzukaufen. Und dann wirklich die Umsätze erstmal hier anzustoßen. Okay, also hier muss ich noch ein paar Sachen einfach rauskicken, die so einfach viel zu schlecht sind. Inzwischen sind alle Produkte analysiert oder alle Wirkstoffe. Das heißt, ich muss mich jetzt auf die Wirkstoffe der zweiten Stufe konzentrieren, wenn ich da irgendwas verbessern will. Okay, das nächste wäre also Diabetes-Medikament der ersten Stufe. Und da werde ich jetzt mal schauen, welchen Wirkstoff ich dafür brauche. Behandelt Diabetes. Das ist der Edelstein aus Fortis. Ah ja, genau, das war der neue Edelstein, also das neue Material. Das heißt, ein weiteres Produkt ist auf den Markt gebracht, gleich mit Schluckoptimierung. Also hier mit Schluckoptimierung und auch hier die ersten Verpacker mit dazugeholt. Was allerdings bedeutet, dass ich hier noch einiges umbauen muss, damit das für die anderen natürlich auch funktioniert. So, ich habe jetzt das Expertenlevel freigeschaltet, also die Expertenstufe. Habe jetzt allerdings noch etwas Zeit und werde schauen, ob ich jetzt trotzdem noch auf die nächste Stufe komme und dann das gleich in einer weiteren Schwierigkeitsstufe natürlich abschließen kann. Die Frage nach Verhütungsmittel für Männer ist gestiegen. Immer mehr Frauen machen sich Sorgen wegen der möglichen Nebenwirkungen der dauerhaften Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln. Die Verhütung für Männer ist ein weniger invasiver Vorgang und viele Paare wünschen sich, dass diese Verhütungsmittel besser erhältlich ist. Super! Das heißt aber wahrscheinlich einfach nur, dass der Pillenabsatz sich mindert. Ist ja vor allem lustig, dass ich aus dem Zeug dann Verhütungsmittel für Frauen machen kann. Naja, auf jeden Fall werde ich mal schauen, dass ich in den Bereich reinkomme. Beziehungsweise an sich lohnt das ja noch viel mehr. Da gibt es aktuell gar keine Anbieter. Das heißt, dann werde ich mich jetzt erstmal dem Appetithämmer widmen. Oh Mann, das ist ja echt ein anstrengendes Medikament. Hat aber jetzt seine maximale Stärke und ist leicht zu schlucken und hat keine Nebenwirkungen und ist ein richtig teures Medikament. Und die Verarbeitungskosten sind definitiv zu hoch. 35 Gewinnen bei so einem Produkt ist ja echt Wahnsinn. So, auf jeden Fall ist es aktuell eine ziemlich umständliche Umformung. Naja, vor allen Dingen auch wegen dem Medikament. Weil natürlich könnte ich den auch einfach weglassen. Allerdings habe ich dann das Problem, dass das Ding dann Albträume verursacht. Also in den nächsten 4 Jahren tatsächlich noch den verbleibenden nötigen Umsatz zu machen, wird nicht so einfach. Aktuell bin ich jetzt bei 4 Millionen.
3 Millionen fehlen mir jetzt noch. Das ist an der Stelle mal ein bisschen schwer zu entscheiden. Ist es jetzt sinnvoller, einzelne Produkte zu optimieren? Das heißt, schaue ich mir an, okay, ist das optimal? Kann ich die Nebenwirkungen wegnehmen? Aber jedes Mal, wenn ich die Nebenwirkungen wegmache, werden die natürlich umso teurer. Ja, so langsam kann ich hier im Endeffekt nicht mehr so viel anstellen, außer ich schicke hier mal noch irgendein anderes kleines Medikament auf den Weg. Das heißt, wenn ich jetzt Sachen habe mit Methoden, dann lass mich doch da jetzt nochmal nachschauen, was es bringt, wenn ich das eher als Salbe rausschicke. Jetzt senkt die negativen Effekte. So, das heißt, an sich sind dann die Salben eigentlich um sehr viel besser. So, das heißt, das geht jetzt auch 1:1 durch. Das ist jetzt dann Schuppenstopp Maxi und nur mit 31% Müdigkeit. Okay, nur noch 1,5 Millionen und nur noch 2 Jahre. Ja, die teuersten Medikamente sind nicht unbedingt immer die lohnendsten. 460 Gewinn. Ja, okay, weil das eine 5er-Packung ist. Einzeln sieht das schon wieder anders aus. So, inzwischen habe ich 1000 Tagesprofit und ich bin jetzt bei 6,1 Millionen und ich habe noch über ein Jahr. So, damit ist ein weiteres Produkt letztlich auf die Creme umgestellt und hat damit natürlich auch dann deutlich weniger Nebenwirkungen. Nur, dass ich hier natürlich mit der B-Bewertung, also mal schauen, wie schnell ich hier natürlich in der Bewertung aufsteige und dass mir das Produkt dann letztlich mehr Umsatz beschert. Vor allem, da es natürlich auch eine Salbe ist. Vorher war es ja, glaube ich, nur 0,5. Ne, ich hatte beide. Ich glaube, ich hatte 2 hier in der Produktion zum Umstellen, aber trotzdem läuft es so auf jeden Fall schneller und hat eben eine bessere Konzentration. Auf jeden Fall habe ich so schon 10% mehr Umsatzbonus. Kann ich natürlich hier noch ein bisschen versuchen, die Absätze zu optimieren. Okay, also sind jetzt noch knapp 400.000. Und es wird auf jeden Fall verdammt eng mit den, also eigentlich sollte es nicht eng werden, normalerweise sollte ich das wirklich rechtzeitig hinbekommen, je nachdem, wo jetzt auch die Konkurrenz noch ein bisschen sich reinhängt. Und ich werde einfach eben meine Produkte jetzt mal noch ein bisschen die Preise anziehen. Das sind halt eher kleinere Optimierungen. Da ist zum Beispiel schon, dass der Tagesabsatz entsprechend zurückgeht, was ich natürlich nicht will. Also noch 250.000. Okay, ich lasse jetzt einfach mal mit dem Push nach vorne laufen. 6,872. Nein, meine Einnahmen fallen. 900.000. Das sind gerade mal 30 Tage. So um die 1000. September, Oktober, November, Dezember. Also es ist echt ein Fotofinish, wenn ich das jetzt mal durchlaufen lasse. Dann müsste es ja jetzt gleich. Ja, jawoll! Also, Meister! Nenn mich Meister. Also, das erste Szenario ist damit abgeschlossen. Ja, werde ich jetzt mal anhalten. Und ich habe es geschafft, vor Januar 2025 meine tatsächlich 7 Millionen zu machen. Okay, es war Anfängerstufe, aber trotzdem mehrere Schwierigkeitsgrade. Also, wie sieht jetzt die... Gut, jetzt kann ich gar nicht mehr weiterspielen, jetzt ist sowieso vorbei. Okay, also wir schauen jetzt hier nicht mehr großartig an. Ihr seht, es ist alles im Endeffekt vollgebaut mit irgendwelchen Medikamenten. Ich bin nicht sehr tief eingestiegen, habe hier nicht mal mehr die zweite Stufe wirklich gebaut, geschweige denn hier allzu viel. Also genau, der Appetithemmer war jetzt das einzige drittstufige Medikament, mit dem ich gearbeitet habe. In dem bin ich fast gar nicht drin gewesen. Die hat hier mehrere parallel aufgesetzt. Ansonsten die Wirkstoffe hatte ich soweit alle erschlossen. Die Forschung ist in dem, also nach 10 Jahren mit den wenigen Wissenschaftlern, die ich zeitweise hatte, also 4 hatte ich ja, doppelt so viel, jetzt habe ich nur noch 2 gehabt, aber der Großteil lässt sich da schon mit auf jeden Fall freischalten und bis zur Hälfte auf jeden Fall verbessern. Die nächsten Stufen sind da natürlich exorbitant.
Wenn das jetzt 16, nee, 16 ist dann, glaube ich, die letzte Stufe, ja. Also 16 ist für die letzte Verbesserung. Aber ja, auf jeden Fall spannend und dann doch noch ein bisschen knifflig, auch wenn sich am Ende irgendwie wenig machen lässt, weil hier ganze Produktionsstraßen abzureißen und irgendwie komplett neu aufzubauen, ist irgendwie nicht so reizvoll. Also mal sehen, wie das dann für das nächste Szenario läuft. Also erstmal jetzt anschauen, dass ich meine Errungenschaft bekomme, also Spiel verlassen. Genau, netter Profit. Aha, es ist dann sogar mit drei Balken, wie nett. Ja, und beim nächsten Mal stellen Sie 150 Appetithemmer-Behandlungen bereit, innerhalb von 8 Jahren. Okay, das ist ja so etwas Ähnliches, wie ich jetzt gerade schon gemacht habe. Mal gucken, ob ich das dann auch schaffe, weil dann müssen wahrscheinlich auch ein Vielfaches von den Behandlungen bereitgestellt werden. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden. Und soweit, ja, für heute, für die erste Folge. Für mich hat es ziemlich lange gedauert. Die Aufnahme ist jetzt 5 Stunden. Ich werde die aber entsprechend zusammenschneiden, weil so im mittleren Bereich, wo ich jetzt gar nicht so viel machen konnte, wäre für euch eh nicht so interessant gewesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.